Ja, Sandro ist ein Typ, der klar seine Meinung sagt. Das ist ganz, auch ganz klar. Aber ich glaube, man muss die Situation ein bisschen größer, ein bisschen weiter sehen. In Fußball Deutschland war er ja fast kaputt. Er ist nach Darmstadt gekommen, hat uns fast im Alleingang durch seine Tore in der Liga gehalten, hat vieles in seinem eigenen Leben umgestellt, um noch mal einen Fuß in die Tür Bundesliga reinzukommen. So, das hat er geschafft. Dann ist er nach Hoffenheim gegangen, hat dort auch konstant gute Leistungen gebracht und ist dann gewechselt zu Bayern München. Die Champions League, den deutschen Meister, und war auf einmal in der Nationalmannschaft und hat natürlich jetzt einen riesigen Traum vor sich gehabt, vielleicht mit zur WM nach Russland zu fahren, und der ist kaputt gegangen. Klar hat er überreagiert, ja? Klar ist er ein Stück zu weit gegangen, auch mit den mündigen Kollegen und so weiter. Also das will ich gar nicht gut reden. Ja? Man hätte das auch von seiner Seite nach nochmaligem Überdenken oder nach drüber schlafen anders rüberbringen können. Klar war er enttäuscht. Er konnte wahrscheinlich nicht schlafen. Aber ich hab auch ein gewisses Verständnis für ihn. Hm. Das ist von heute auf morgen, weil es wäre seine letzte WM wahrscheinlich. Was der Hammer für ihn war, wir haben ja immer alle gesprochen, Gomez oder er. Und auf einmal kommt da noch Nils Pedersen um die Ecke. Ja, und das war natürlich für ihn, schätze ich, der Tiefschlag schlechthin. Ja. Er hat sich auf den immer konzentriert und dann wird noch Pedersen auf einmal. Er ist ein brutal ehrgeiziger Typ, der alles dafür tut, um ein Ziel zu erreichen. Ja, und ich verstehe auch seine Reaktion zum Teil. Dass die überzogen war, brauchen wir nicht drüber reden. Und dass der Bundestrainer dann auch drauf reagieren musste, ist auch ganz normal. Und er hat es auch bewusst getan. Sandro haut eh ab und zu mal Sprüche raus. Oder ist eh ab und zu mal direkt und tritt damit ein auf den Schlips. Das war schon während unserer Zeit so, wo er bei uns war und danach auch noch so. Und aber ich glaube, den Zeitpunkt hat er ganz bewusst so gewählt, weil er hätte theoretisch ja noch abwarten können, die Chance bekommen können, verletzen sich zwei Stürmer in der Vorbereitung, hätte er wieder ein Thema werden können. Aber so ist er, dass er sagt, wenn er nicht sofort mit dabei ist und nicht erste oder vielleicht zweite Wahl ist, dann will er überhaupt nicht mit dabei sein, sondern dann tritt er lieber zurück aus der Nationalmannschaft. Aber wir fordern doch immer Typen, ne? Ja. So, jetzt ist da mal einer, der sagt was. So, jetzt ist auch wieder Mist. Also was denn nun? Ich habe nicht gesagt, dass Mist ist. Aber Dirk, Sie kennen ja wie kein anderer den Sandro. Sie sagen da auch, der haut Sprüche raus. Macht er das, um zu provozieren? Macht er das bewusst? Oder schwillt ihm da nur der Kamm? Oder versucht er da auch ein Ziel zu erreichen? Mal so. Also vieles kommt bei ihm aus der Emotion heraus, aus der Gefühlslage, aus dem Bauch. Dann kann es schon mal während des Trainings oder mal in der Trainerkabine auch mal was entgegengeflogen kommt dir als Trainer, wo du sagst, oh, ja, war schon ganz schön heftig. Und was war das zum Beispiel? Keine Ahnung, habe ich schon alles verdrängt. Ja, aber manches macht er auch bewusst. Ja, und aber zum Selbstverständnis, weil du kennst ihn ja offenbar wirklich viel besser als in München, ist es ein Vierteljahr. Vor 3-4 Wochen waren 6, nach dem Spiel Pressegespräch mit Sandro Wagner. Dann stellt der Kollege die Frage, ob er mit zur WM geht. Da sagt Sandro Wagner, so wie ihn Gott geschaffen hat, ich will diese Frage nicht mehr hören. Bei Thomas Müller und Mats Hummels stell dir die Frage auch nicht. Ja. Das heißt also... Er stellt sie auf eine Stufe. Nee, jetzt frage ich dich, ist das dann spontan oder ist das ein Selbstverständnis? Und dann sagt er noch, es wäre Wahnsinn, wenn ich nicht mitfahren dürfte. Also den hat diese Nichtnominierung schon wieder Schlag getroffen. Aber massiv. Getroffen hat sie ihn. Ja, aber dahinter steht auch ein falsches Selbstverständnis, wenn jemand sich auf diese Ebene stellt. Ja, also jetzt mit Müller, mit Hummels und anderen. Und sagt, oder auch so großtönig, ich beende meine Karriere. Karriere nach 8 Länderspielen. Wenn jetzt jemand das gesagt hätte, der 80, 90 Länderspiele hat, ist das eine andere Nummer. Aber so, das meine ich, ist ein bisschen grotesk.